Meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Sitzung des Hessischen Landtages. Ich darf Sie herzlich begrüßen, begrüße die Damen und Herren des Kabinetts und die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne und darf Sie bitten, sich zunächst von Ihren Plätzen zu erheben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute zu Beginn unserer Sitzung zweier ehemaliger Kollegen zu gedenken. Am 26. März im Alter von 87 Jahren ist unser ehemaliger Kollege Heribert Wenzel verstorben. Er wurde am 22. Juni 1929 in Böhmisch-Kamnitz geboren. Nach der Volks- und Hauptschule absolvierte er eine Lehre zum Industriekaufmann und war danach in der Industrie tätig. Von 1960 bis 1973 war er Stadtverordneter und von 1964 bis 1973 Fraktionsvorsitzender der SPD in Darmstadt. 1970 wurde er im Wahlkreis Darmstadt-Stadt in den Hessischen Landtag gewählt. Er gehörte dem Innenausschuss, dem Sozialpolitischen Ausschuss und dem Unterausschuss für Heimatvertriebene und Umsiedler an. 1973 hat er sein Mandat niedergelegt und wurde in Darmstadt zum hauptamtlichen Stadtrat gewählt. Und von 1981 bis 1985 war er ehrenamtlicher Stadtrat. Heribert Wenzel war ein engagierter Kommunalpolitiker für seine Partei, die SPD, in Darmstadt. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Und unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen. Wir gedenken unserem früheren Vizepräsidenten Georg Stamowski. Georg Stamowski ist am 5. April 2017 im Alter von 93 Jahren verstorben. Er wurde am 23. Mai 1923 in Danzig geboren. Nach der Volks- und Oberschule absolvierte er eine kaufmännische Berufsausbildung. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet er in Kriegsgefangenschaft. Danach verschlug es ihn zu uns nach Hessen, wo er seit 1946 in Groß-Gerau lebte. Georg Stamowski war seit 1948 Mitglied der CDU, die er damals in Groß-Gerau mitgegründet hat und wo er 1964 Kreisvorsitzender wurde. Dem Kreistag des Landkreises Groß-Gerau gehörte er von 1954 bis 1964 an und war zugleich von 1956 bis 1985 Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender in Groß-Gerau und wurde 1965 ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter des Landkreises Groß-Gerau. Von 1970 bis 1991, also 21 Jahre, war Georg Stamowski Mitglied des Hessischen Landtags und von 1982 bis 1983 und von 87 bis 91 war er auch unser Vizepräsident. Von 1990 bis 91 amtierte er als Vorsitzender des Innenausschusses. Mit Georg Stamowski verliert Hessen einen Vertreter der Kriegsgeneration, die sich in der Nachkriegssituation beim Aufbau des demokratischen Gemeinwesens in der Bundesrepublik Deutschland und unseres Bundeslandes Hessen große Verdienste erworben hat. Er war tätig bei den ehemaligen des Hessischen Landtages und dort auch im Vorstand Mitglied. Er war in der katholischen Jugendarbeit in der Kolbingsfamilie aktiv. Der Hessische Landtag wird ihm ein ehrendes Andenken behalten. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Kindern und seinen Familienangehörigen. Der Hessische Landtag hat in beiden Fällen seine Anteilnahme auch öffentlich ausgesprochen. Sie haben sich zu Ehren unserer gestorbenen Kollegen erhoben. Ich darf Sie um ein stilles Gedenken bitten und danke Ihnen dann dafür. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, ich darf, bevor ich weiterfahre an der Tagesordnung, auf der Ehrentribüne eine Persönlichkeit begrüßen, die wir alle kennen, der ein Vierteljahrhundert sich für die politische Bildung in diesem Lande engagiert hat, zunächst als stellvertretender Chef der Landeszentrale und dann als Chef der Landeszentrale für politische Bildung, der jetzt ausgeschieden ist, den ich allerdings hier begrüßen kann, auch mit herzlichen Dank des Hauses für Ihre Tätigkeit, lieber Dr. Heidenreich. Alles Gute für die Zukunft und vielen Dank. Und noch eine Personalie, die immer wichtig ist für uns, weil das Veränderungen darstellt. Wir haben hier verabschiedet in der letzten Sitzung unseren Kollegen Willy van Ooyen aus der Fraktion DIE LINKE und aus dem Hessischen Landtag. Wir begrüßen heute bei uns seinen Nachrücker, Herrn Abg. Jan Schalauske. Herr Schalauske. Ich freue mich, dass Sie jetzt hier bei uns sein können und die Welt mal als Abgeordneter erleben. Von außen ist es manchmal etwas einfacher, aber das werden Sie schon mitbekommen. Ihnen persönlich alles Gute, was immer daraus Sie machen, das kann ich nicht bestimmen. Vielen Dank, dass Sie heute auch sich uns so zu erkennen geben. Ich freue mich sehr. Meine Damen und Herren, nicht jeder macht das so. Wir haben eine Tagesordnung vorliegen vom 25. April 2017 sowie einen Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 53 Punkten. Auf Wunsch der antragstellenden Fraktion wird Top 12 von der Tagesordnung abgesetzt. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung nehmen können, gibt es die Tagesordnungspunkte 46 bis 50. Das sind die Anträge betreffend einer Aktuellen Stunde, die gemäß unserer Geschäftsordnung aufgerufen und behandelt werden. 5 Minuten pro Fraktion. Danach kommen wir zu den Punkten 46 bis 17. Das Problem ist an dieser Stelle, dass ich feststelle, dass wir danach mit der Tagesordnung entsprechend der aufgerufenen verschickten Tagesordnung fortfahren können. Das wird dann allerdings danach, das wird dann 11 Uhr werden. Das wollte ich sagen. An Ihren Plätzen verteilt ist der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu dem Gesetzentwurf unter Top 8. Der Änderungsantrag hat die Drucksache 19/4829. Das teile ich Ihnen mit. Noch eingegangen ist an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Abg. Waschke, Franz Geis-Krüger und anderen Kolleginnen der SPD-Fraktion und der Fraktion selbst betreffend die soziale Integration in Europa voranbringen, Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessern, Drucksache 19/4855. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird das Top 54. Wir können es mit dem Regierungserklärung aufrufen, mit zwei. Bitte? Gut, okay, das ist klar. Wir rufen es damit auf und schicken es an den Ausschuss, dann kommst du zurück. Okay. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend die Europäische Union als Wertegemeinschaft stärken und weiterentwickeln, Drucksache 19/4856. Auch hier gehe ich davon aus, dass die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Und auch hier gehen wir davon aus, dass das mit der Regierungserklärung aufgerufen wird und dann in den Ausschuss verwiesen wird. Dann ist das auch erfolgt. Dann können wir die Tagesordnung genehmigen. Widerspricht einer der aufgerufenen Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann gilt sie als genehmigt. Wir tagen heute bis 19 Uhr. Mit der Fragestunde beginnen wir jetzt. Dann kommt Top 2. Ich darf Sie noch informieren, dass Frau Kollegin Arnold erkrankt ist und für heute entschuldigt ist, dass Frau Öztürk, Herr Kummer und Herr Gremmels ganztägig entschuldigt sind. Hinter uns, also hinter uns drei, Wetterauern, die hier vorne sitzen, ist halt geschichtlich wichtig jetzt gewesen für unser Geschichtsbuch in der Wetterau. Haben wir folgende Persönlichkeiten, die uns eine Schulklasse ausgesucht hat: Konrad Zuse, Anne Frank, Georg Büchner, Wilhelm Grimm, Ludwig Beck, Johann Wolfgang von Goethe und Adam Opel. Dies nur zu Ihrer Kenntnis. Der Kulturpolitische Ausschuss kommt um 19 Uhr circa, wenn wir aufhören hier heute, im Sitzungsraum 510 W zusammen, aber nur, falls der Gesetzentwurf unter Top 8 vom Plenum zurücküberwiesen werden würde.
Einen besonderen Geburtstag konnte unsere Kollegin Frau Ypsilanti begehen. Liebe Frau Ypsilanti, ich darf Ihnen herzlich gratulieren. Ihnen alles Gute für die nächste Dekade, noch so ausdrücken, zu wünschen.